10 miteinander, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute zeige ich euch, wie man es für ganz Sardin macht. Für das braucht ihr folgende Zutaten. Nämlich Senf, Kapern, eingelegte Tomatenzarte weichen, Olivenöl, Frühlingszwiebeln. Dann braucht ihr 2 Sesenbrötchen, Röstzwiebeln, weißen Pfeffer, Salz, Bio-Zitronen, rote Zwiebeln, Knoblauch, rote Peperoncini und eine ganze Aubergine. Als erstes zeige ich euch, wie wir die Aubergine verarbeiten. Das wird etwa 45 Minuten gehen. Also, als erstes müssen wir die Aubergine halbieren. Nachdem tun wir sie schön einritzen. Schön tief. Nicht ganz durch, aber bis runter. Jetzt folgendes. Immer ein bisschen aufmachen. Auf das Blech drauf. Dann nehmen wir Salz. Olivenöl. Das könnt ihr wirklich gut brauchen und nicht sparen. Ne? Schön ein bisschen drauf. Ich will gerne Olivenöl. Ah ja, drauf ist dann mehr Olivenöl. Dann Salz drauf. Ganz wenig Pfeffer. So. Das Ganze haut ihr jetzt bei 180 Grad schön in den Ofen, bei 45 Minuten rein. Happy New Year! So, jetzt die Aubergine hat etwa noch 10 Minuten. Das heisst, wir können jetzt schon mal das Zeug vorschnetzeln. Das heisst, ihr könnt Zwiebeln, Peperoncini, den Knoblauch, Kapern und die weichen Tomaten können wir nehmen und alles in einer feinen Masse zusammenhacken. Es sieht nachher wirklich fast aus wie Fleisch. Das ist recht geil. Wir fangen an. Jetzt wirst du die Tomaten. Also, merke, es ist eine längere Hackgeschichte. Aber es ist wirklich geil, wenn es richtig, richtig fein gehackt hat, glaube ich. Also, hacken wir das heute. Ne? Also, schaut. Jetzt haben wir so eine, wirklich so eine ganz feine Masse. Langsam sieht es wirklich aus wie Rindfleisch, das durchgelassen wurde vom Wolf. He? Jetzt könnt ihr das Ganze nehmen. Dann müssen wir ein lustiges Burgerhäufchen machen. Dann nehmen und dann ab die Schüssel. Tack. Ja. Als nächstes die rote Zwiebeln schälen. Eine schöne Zinke Knoblauch. So gross. Das reicht für die Masse. Das hier wäre ein bisschen zu heavy. Also Knoblauch auch schälen. Dann müssen wir noch drunter hacken. Das heisst. So, Knuvi. Dann die Hälfte von einer Peperoncini. Könnt ihr einfach in der Mitte an die Wand hacken. Dann habt ihr die Größe. Den Rest auf die Seite. Vom Kapernglas würde ich auch etwa 2 Kaffeelöffel nehmen. Das heisst, nehmen wir von dem. Dann haben wir etwa so 1, 2, etwa so, ne? Auf die Menge. Also, das heisst auch, wie vorher, alles miteinander zusammenhacken, wie das Fleisch, röcher Tomaten, nein, sorry. So, das Ganze auch schön miteinander verhacken. Es wird nicht so fein werden wie die Paste, aber das länger völlig. Das auch, jetzt haben wir den ganzen Kuchen. Haut es auch drauf. Ne? Alles miteinander mischen. So, schön zusammenkratzen, drauf tun. Voilà. So, das Mise en Place haben wir alles schon fertig. Jetzt die Aubergine. Schön 45 Minuten geschmort im Ofen. Größte geschmort. Jetzt die könnt ihr drüber nicht tun. Das, schöne Brettchen da. Jetzt könnt ihr mit dem Löffel das auskratzen. Ganz fein, nicht
die Schale mitnehmen, sondern nur wirklich das Zeug, das Innere. So. So. Das Ganze rausnehmen. Jetzt lassen wir schnell ein paar Minuten abkühlen. Es wäre schade, wenn wir das so warm ins Starter hin tun. Dann es am besten ein bisschen ausbreiten. Dann wird es schneller kühlen. So, jetzt könnt ihr es schön zusammenmachen, wie vorher die Trockentomaten. Zu einer schönen Masse. Wenn ihr es so zusammengehackt habt, macht wie vorher auch wieder noch rein. Nehmen wir das Ganze und rein. Ja? Schön alles zusammenkratzen, rein tun. So, zum ganzen Ding jetzt zum Starter anmachen. Der letzte Schritt fast. Olivenöl. Könnt ihr wirklich gut 2 Löffel dran tun. Dann haben wir ja vorher gehabt, die Capra. Dort hat es mega feines Essig dran. Könnt ihr einfach so ein bisschen Schüssel dran tun. Dann das Senf. Kleine Kaffeelöffel. Vielleicht die Hälfte gehäufelt. Dann so. Da. Weißer Pfeffer, schön so ein Briesen. Salz, 3 Briesen Salz dran. Da die Tomaten ja schon recht salzig sind. Ne? Dann, da habe ich jetzt sicher wieder so einen Zestreisser. Ne? Ich kann wirklich von 2 Zitronen den Zest hier abnehmen und drauf tun. Ne? Von einer Zitrone. Ihr könnt die Hälfte abschneiden und den ganzen Saft reindrücken. Die Hand drunter tun, dass keine Kerne reingehen. Ausser in die Zitronenpresse. So. Jetzt tun wir das ganze Zeug, das wir zusammengemischt haben, noch richtig untereinander machen. Es darf etwas schlotzig sein. Also es muss nicht, lieber nicht zu trocken, es darf wirklich so ein eine geile Masse geben. So muss es aussehen. Ja. Löffel, probieren. Genial. Nicht zu wenig Salz, nicht zu wenig Pfeffer. Ich würde jetzt noch eine Spur mehr Senf rein tun, weil ich das noch kein Senf hier habe. Also, nur noch einmal so einen Löffel drin. Voilà. Dann werden wir es untereinander machen. Das könnt ihr jetzt auf die Seite stellen. Und dann schnell ein bisschen ziehen. Wenn ihr jetzt wollt, nehmt hier die ganze Zitronenzeste vor, dass hier ein bisschen der Geschmack abgeht. So. Weg. Nächste Part. Eure Sesambrötchen. Ich habe die jetzt schon halbiert. Tun wir jetzt schön in die Pfanne in den Backen. Schön goldbraun. Das heisst, die Pfanne heiß machen. Ein bisschen Olivenöl rein. So. Schnell warten, bis es richtig heiß ist. Nicht zu heiß, sonst würde es verbrennen, aber schön ein bisschen Hitze geben. Ich sage so auf dem Sinn. So, jetzt, wenn die Pfanne da schön langsam heiß wird, nehmen wir die und legen sie auf der weißen Seite schön da reinlegen, schön ein bisschen drehen. Die Bädeli im Öl, dass das richtig einen Geschmack aufnimmt. Schlittschuhe fahren mit den Brötchen, ob das nicht so ist. Könnt ihr euch ein paar Färmchen machen, wenn ihr wollt. Ich mache es Viereck. So. Als nächstes machen wir noch eine kleine Garnitur-Verfeinerung. Das heisst, hier die 2 Frühlingszwiebeln, die wir noch haben. Vorher den abschneiden, das hier weg. Dann ganz fein, seitwärts, so. Feine Ringe abschneiden. He? Bis es voll auf grün werden. So. Dem anderen genau das gleiche. Schön schneiden. So. Das hier, wenn ihr jetzt auf die Seite. He? Dann das Grüne, das ihr noch habt. Das tun wir jetzt ganz, ganz fein zusammenschneiden. Feiner als das von vorher. He? Schauen, wie das aussieht hier. Schaut. Schön goldbraun sieht das aus hier.
Träumchen. Sehr gut. Könnt ihr den Herd abstellen. Und dann nehmt ihr euch eine schöne Platte. Ich habe jetzt die hier genommen. Das Ring, das ich halt daheim habe. Dann könnt ihr das Ganze ganz fein einfüllen. Nicht drücken, sonst kommt der Saft unten raus. Das wäre schade. So. Ganz fein sein mit dem lieben Tomaten. Jetzt kommt hier die Brötchen. Könnt ihr den Ring wegnehmen, ganz langsam. So. Jetzt haben wir hier die ganz fein geschnittenen Frühlingszwiebeln. Ein bisschen drauf. Das Grüne, das wir noch haben, könnt ihr das drauf verteilen, wie euch das lieber ist. Und am Schluss, das geilste im Ganzen, Röstzwiebeln. Schön drauf. So. Und die, die wollen, die gerne Olivenöl haben, wo ich als 10 zum Teil habe, immer ganz wenig Olivenöl und ganz fein drauf. Wenn es kommt. So. Voilà. Das war die ganze Geschichte von meiner veganen Tarte mit wunderschönen Goldbraunen Brötchen. Viel Spass!